da sind wir wieder zu einer Folge Clash Royale mit dem Max und mir. Und dieses Mal wird es auf jeden Fall schwerer für dich. So, mal sehen, wie es diesmal aussieht. Diesmal bin ich mal im Vorteil. Ja. Level 9. Ja. Ich war schon Top 50 heute Morgen. Okay. Man ist wieder gedroppt. Ich habe die schlechteste Starthand mal wieder. Mal sehen. Das, also, wenn ihr jetzt meinen Bildschirm sehen würdet und ich würde das jetzt droppen, dann wäre es ein bisschen zu krass, sagen wir es mal so. Aber sieht man ja dann gleich, beziehungsweise deine... Oh, ja genau, herzlichen Dank. Alter, Level 6, Level 6. Oh, ich werde so untergehen. Ah, schade, sie hat schon den Tower getriggert. Guck dir das an. Ja, klar. Total OP. Wie viel kosten die Elix? 9. Ja, sind es aber auch wert. Jedes einzelne Tröpfchen. So. Die leben einfach immer noch. Ich meine, Skelette sind mit so... Ja, geht nicht anders. Ich meine, irgendwie muss ich sie ja kalt kriegen. Anders geht's halt gar nicht. Oh, und er hat einen Sepp. Oh, er hat einen Sepp. Kacke. So. Er hat aber auf Level 6. Überleg mal, was du da schon an Gold garantiert reingepumpt hast. Ja, ich kann sie, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie... Ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann man die nur maximal auf Level 6 machen, die? Ich glaube nicht. Ich bin mir da jetzt echt nicht sicher. Aber... Das wollen wir jetzt mal ausprobieren, ja? Oh, und jetzt noch... Ja, klar. Nee, das ist richtig OP. Boom. Der Tower ist halt sofort drauf. Ja. Das ist so eins der Mega-OP-Decks. Krass. Und jetzt mit 4 Sammlern. 4. Ja, okay. Das war's. Alter. So, aber wir haben noch ein ganz... Wir haben mal was... Ich mache jetzt mal ein Special-Ding. Okay. Eigentlich ist es im Prinzip mit meinem Hauptdeck... Warte mal, hier jetzt, wollen die jetzt untereinander oder, weil ich habe jetzt... Ich glaube, die wollen untereinander. Nee, die wollen untereinander. Okay, dann kannst du... Oh, nevermind. Okay, einer ist bei der rein. Oh, ich Ginger. Guck einfach mal zu. Ginger sagt mir gar nichts, aber okay, komm, gucken wir mal. Du hilfst mir wieder, wenn ich total verkacke. Aber ich habe es jetzt wirklich schon mittlerweile so, dass ich halt wirklich sagen muss, ich hau nicht gleich alles aufs Spielfeld rauf, sondern... Ich guck erst, okay, geht das, ist das safe und so weiter. Ein bisschen dahinter gesetzt, weil mir halt die Gefahr einfach zu groß war, dass der irgendwas setzt und dann... Ah, kacke. Das ist natürlich unschön. Er countert das jetzt ziemlich gut. Alles, was du auf der Hand hast, ist einfach richtig blöd jetzt gegen die Kombi, die da vorbeikommt. Und der Päcker macht dich halt komplett kaputt jetzt. Das ist halt richtig krass. Krass, Alter. So, jetzt den lasse ich komplett laufen. Klar, logisch, da passiert nichts mehr. Hättest du jetzt zum Beispiel einen Feuerball, dann könntest du zumindest, sag ich mal, den Sammler kaputt machen. Oder eben auch immer da, wo er ihn hinsetzt, auf die Seite pushen. Ja. Dass du einfach immer mit den Schaden drauf bekommst. Jetzt hättest du zum Beispiel den Riesen rechts setzen können. Jetzt den Feuerball und dann am Schluss den Angriff halt aufbauen und eben einmal draufhauen. Mal die Hexe hinten ran. Komm, feuern wir dich mal an hier. Genau, tu mal was für dein Leben hier. Karma-Punkte sammeln beim Gusor. Oh, da hast du auch wieder Pech gehabt. Oh, richtig hart Pech auf jeden Fall. Die Valkyrie haut auch wieder alles weg. Oh, sehr schön. Alter, er ist nicht schlecht. Deswegen, irgendwas fehlt halt bei deinem Deck. Ich würde zum Beispiel Skelettarmees mit... Meiner Meinung nach die schlechteste Karte in diesem Spiel. Okay. Dass du da ein paar Sachen einfach änderst und schon haust du auch mit so einem Deck alles weg, wenn du es halt richtig spielst. Was würdest du mir empfehlen anstatt der Skelettarmee? Du brauchst zumindest zum Beispiel jetzt etwas, was zum Beispiel einen Hawkrider abwehrt. Oder ja, aber das macht doch die Skelettarmee einwandfrei. Nee, macht sie eigentlich nicht, weil der Hawk immer einmal durchkommt. Und das ist eigentlich so ein Problem. Was empfiehlst du da? Mini Packer zum Beispiel hättest du nur einen. Ja, da hätte ich nur die einfachen nehmen können. Klar, logisch. Das stimmt, da hast du vollkommen recht.
Musketier wäre auch eine Option, zum Beispiel gegen... Oh, aber Musketieren hatte ich so lange drin und fand ich dann am Ende nicht mehr so knüllermäßig. Ja, ich meine, du hast ja gerade eben gesehen, eine Musketier. Ja, drei. Ja, wir haben jetzt gleich auch, von mir aus habe ich auch nochmal das Deck mit einem Musketier drin, ne? Aber so ja. Haut er dich halt... Okay, weg. Dafür sind wir ja da. Das heißt also, irgendwie zur Deckoptimierung ist das doch gar kein Thema. Das heißt also jetzt, du siehst ja eh mein Deck... Dann guck doch mal rein. Also du sagst mir auf jeden Fall die Skelettarmee selber raus und nur das einzelne Skelett drin lassen. Ich habe ja zum Beispiel auch nicht mehr die Minion-Horde drin, weil ich auch dachte, oh, die kann weggefeilt werden. Ja, das stimmt. Also ich persönlich bin eigentlich immer ein Fan von relativ kostengünstigen... Na, guck mal, 3,5. 3,5 ist schon relativ teuer, muss man sagen. Also, wenn du hast jetzt keine super krass viele... du hast nur einen Tank drinne. Du hast sehr viel Kleinkram und Skelettarmee ist zum Beispiel 4 Elixier. Du könntest ja zum Beispiel auch die normalen Goblins reinmachen oder einen Bomber, der dann zum Beispiel auch wieder Flächenschaden macht. Und das kostet einfach weniger und du hast mehr Value daraus gezogen. Also jetzt erzähl, was sagst du? Ich würde dir einfach mal empfehlen, dass du einfach das Deck, was ich auch eben gespielt habe, kopierst. Also mach mal die Valkyrie rein. Warte mal, denn wenn du gerade sagst, du hast es gerade gespielt. Also eben, als wir vorhin gespielt haben. Genau, so, das ist ja noch zu sehen. Das ist ja noch zu sehen. Kleinen Moment. Wir können ja ruhig nochmal spielen, dass du das Deck. Oder ja, genau. Also ich mach nochmal Anfrage. Frantic Battle, genau. Hau rein. So, das ist auch mit das eines der Hauptdecks, was ich im Moment spiele. Und wenn du all die Karten hast, ich weiß nicht, hast du den Giftzauber? Ja, glaube ich, ja. Dann bauen wir das gleich einfach mal nach. Genau. Und dann können wir mal schauen, ob das dann besser läuft. Ja, genau, aber auch wie gesagt, dafür ist es ja da. Halt. So, hier zum Beispiel, die lasse ich einfach durchlaufen. Nicht, weil ich jetzt Level 9 bin, sondern auch, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Level 10er gespielt hätte, dann würde ich die immer durchlaufen lassen. Auch wenn sie Damage machen, ja. Aber ich finde es halt allgemein nicht so gut, sage ich mal, die einfach zu defenden. Okay. Weil du dann so deinen Push besser aufbauen kannst. Das heißt also, du sagst dir, oh, ich will nicht durch irgendwelche anderen Sachen abgelenkt werden, sondern ich bereite mich vor, setze mir das Ziel und das ist mein Ziel und das will ich machen. Genau, weil okay. Jetzt im Prinzip musst du verteidigen. Klar. Und ich habe den Damage gefressen, aber dein Tower ist halt down gegangen. Und schon hast du halt im Prinzip diesen Vorteil. Also ich habe ja am Anfang auch meine Pumpe gesetzt und dadurch ist es ja auch nochmal... Vielleicht mal ein kleiner Nachteil gewesen. Natürlich, weil ich ja auch dachte, jetzt, oh cool, jetzt habe ich eine bessere Chance. Jetzt lasse ich mal die Musketieren kommen. Da hättest du zum Beispiel gar nichts setzen müssen. Ging mir jetzt darum, dass ich ja ich bin sonst voll gewesen. Gucken wir mal mit den Lakaien hier. Oh Mist. Vorteil war jetzt bei mir auf jeden Fall, dass ich noch die Luckys hatte. Aber ja, klar, der Riese rennt natürlich wieder irgendwo hin. So, das tut jetzt schon mehr weh. Nee. Lass das durchlaufen. Guck mal, was du mit der Musketierin in der Zeit geschafft hast. Ja, aber das Problem ist, du kannst ja irgendwann auch einen Push bauen. Und je öfter du, sag ich mal, so einen Push hier machst, mit den drei kleinen Dingern, wenn du das halt fünfmal machst, dann sind das auch schon einige tausend Damage. Ja, klar. Und das ist halt der Punkt. Jetzt nochmal meine Frage an dich. Was wäre halt gegen den Hock komplett safe? Safe ist auf jeden Fall im Moment noch die Kanone. Die Kanone wird jetzt verstehe ich. Es ist genervt. Das heißt, der Hock braucht, glaube ich, nur noch zwei Schläge, um eben eine Kanone zu killen. Und dann ist die Kanone fast in Anführungsstrichen wertlos, weil du einfach keine Chance mehr hast, den Hock richtig zu verteidigen, ohne noch irgendeinen Bonus hinzusetzen. Und jetzt ist er halt wieder. Jetzt habe ich den halt auf der falschen Seite gesetzt, aber die Valkyrie macht halt den Rest. Scheiße. Ah, da bin ich jetzt richtig gespannt, was diese Deckoptimierung bringen wird. Du siehst auch, ich habe jetzt wieder drei Pumpen in Overtime. Also hättest du das jetzt verteidigt, hätte ich drei Pumpen gehabt. Ja. Und wenn du die Pumpen einfach nicht kaputt bekommst oder keinen Damage da drauf machst, Hier noch annehmen und dann kommen wir zu dem beim nächsten. Du kannst ja das Deck ändern. Wir kommen gleich zu dem. Ich probier's nochmal.
Und dann... Danke. Weil dann würde ich danach einmal... Von mir aus kann, änderst du das Deck. Und ich spiele da mit meinem, in Anführungsstrichen, wirklich Main Deck. Ja. Und dann gucken wir mal. Weil das Problem ist halt, wenn du weiter oben bist, dann spielst du hauptsächlich immer gegen die, wie heißen sie? Gegen die Royal Giants. Ja. So. Die sind halt im Moment immer noch mega OP. Der kriegt mindestens 2 Hits ab, auch wenn du den, weiß nicht, mit einer Kanone defendest plus noch anderen Einheiten. Der kriegt immer einen Hit mindestens auf deinen Tower ab. Hm. Also du hast eine komplett Mega-Armee stehen. Und dagegen ist halt das Deck, was wir gleich, also was ich jetzt gleich spiele, relativ gut. Das erfordert aber auch einige Karten, die etwas seltener sind, sagen wir so. Also das ist dann für mich außen vor, klar. Ja, das wahrscheinlich. Jetzt warte ich mal und setze den Riesen nicht gleich. Na, obwohl doch, ich muss ihn setzen, weil ich hätte sonst nichts, was ich hinter den Riesen setzen könnte. Und hinter den Riesen muss ich was setzen, sonst ist der Riese umsonst. Ich muss ja irgendwas haben, was der Riese verteidigt, oder was den Riese verteidigt. Ja, es fehlt einfach so ein bisschen der Damage-Output am Schluss. So, jetzt kommt wieder sein Hock. Du kannst nichts wirklich dagegen machen. Er zappt halt deine kleinen Dinger weg. Das Musketier macht immer noch Schaden. Und selbst die Armee macht jetzt den Musketier, sag ich mal, oder die Musketierin erst nach dem zweiten Hit sogar noch platt. Und das wäre dir mit einer Kanone zum Beispiel nicht passiert. Also da hättest du die Kanone genau in die Mitte gesetzt, beide Tower wären draufgegangen. Du hättest nur die Einser Skelette gesetzt und der Hock wäre niemals an deinen Tower gekommen. Und danach hättest du zum Beispiel gegen die Musketieren verteidigen können. Und du hättest locker oder selbst die Musketieren durchlaufen lassen und nur leicht andamagen dann. Einfach, dass deine Einheiten kein Damage bekommen. Ne, die oh, so, drei oh, ja. Musketiere. 4 Musketiere auf einmal. Mhm. Da kannst du halt nur mit einem Feuerball spielen, beziehungsweise mit Pfeilen und einem Zap dann zusammen. Aber so ist es halt verdammt schwer. Du siehst auch hier, der Hock kommt nochmal durch. Macht sogar fast 2 Hits. Magier. Ja, okay, ja. Schönes Ding. Wenn er jetzt noch einen Rage hätte, hat er nicht. Aber ja, er haut halt alles weg. Oh, genau. Jetzt. Ganz genau, Junge. 6 Musketiere, oder? Leicht übertrieben, Junge. Leicht übertrieben. Du kannst halt nicht verteidigen. Ja. Selbst mit einer Skelett an. Deswegen, die Dinger sind auch mega witzig. Es ist auch schwierig, mit denen zu spielen, weil wenn der Gegner einen Feuerball hat, ist der Angriff fast sofort down. Und, ich bin mega gespannt, aber das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, guckt einfach beim Max vorbei, dann läuft das. Ich wünsche euch was.